Scheiße, Alter, ich glaube, die wissen's. Scheiße, die haben eine Vermutung, Mann, ich hab's in ihren Augen gesehen. Ja, ich glaub, Scheiße, ich hab's in ihren Augen gesehen. Wir bleiben jetzt, wir müssen jetzt hart bei der Story bleiben, aber fuck, Alter. Scheiße. Scheiße, war alles in Ordnung, der lebt doch noch. Hm? Wird jetzt halt durch den Schlauch ernährt. Ist das nicht trotzdem... Scheiße. Ja, gibt Schlimmeres. Glaub, versuchter Totschlag ist dasselbe wie durchgeführter. Ey, das ist ein Unterschied. Das weiß ich. War vor Gericht, ey. Glaub mir. Hab da auch keine, ich hab da auch keine Ahnung von. Ich hab nur Matlock geguckt. Oh. Ab zum Juwelier endlich. Ich ruf mal die Tammy an. Jetzt muss man was fragen. Ey, Tammy, sag mal, mein Bruder, der Senior. Warum war der im Knast? Der hat Leute vom Lost ermordet. Alles klar, danke. Super. Also anscheinend hat mein Bruder Leute vom Lost ermordet. Deshalb war der im Knast. Okay. Was denn, war der Juwelier nicht hier? Ja, du bist schon vorbeigefahren. Hä? Hab ich ihn übersehen? Nee, da vorne rechts, da ist er doch. Oh. Da ist aber keiner da. Tut mir leid, mein Wahr, scheint zu sein. Ist zu. Oder vielleicht meinten die den anderen Juwelier am Park? Kann nicht sein, warum? Für mich jetzt mal zum Verständnis, hat das noch irgendeiner gesehen, was da passiert ist? Ja, so 7 Mediziner vielleicht. Du Scheiße. Ja, aber erst im Nachhinein. Ja, die sind halt leider gekommen und der Wayne lag halt am Boden da dran. Ich glaube, die Wortfetzen haben sie vielleicht mitbekommen, aber das... Was ist denn hier bei der Bank los? Bei der Bank? Das ist doch, warte mal. Das ist eine Bank, Mann. Haben wir Sturmgewehre dabei? Nicht, dass ich wüsste, Alter. Ey, ist das nicht deiner? Ah. Das ist Krake? Nee, das hat einen kleinen Nero. Wow. Das ist der Mittelpunkt des Kapitalismus. Ein Ausschläger. Das ist ja wirklich verrückt. Das kommt mit Blei. Ich hätte Strahlung gehabt. Das geht. Scheiße, der Müll ist mehr wert als mein Auto. Das ist ja richtig nobel hier. Ja, aber Wahnsinn. Ist schon schön hier. Bank of Liberty. Wir sind groß hier. Guck mal, hier ist ein Irrgarten. Oh, richtig, ja. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Da gehe ich lieber nicht rein, sonst verlaufe ich mich. So, Eddie, jetzt find mal deinen Weg zurück. Siehst du? Ja, nicht so einfach. Wo ist denn das? Das ist ja wie so ein Hamster. Hamsterrad, wie komme ich denn jetzt hier zurück, Mann? Hey, grüß dich! Mahlzeit! Und zwar hätte ich gern Kohl! Genau, Kredit bitte, 1 Million. Ja, dann kannst du mir Geld leihen, du kriegst es auch wieder. Hey, sorry. Scheiße. Wayne, versuch du nochmal. Ich Kohl! Sehr gut, Wayne. Ja, ich finde, es läuft gut. Ja, kenn ich Stiefchen, wa? Scheiße. Ging nichts. Das überrascht mich. Ey, guck mal, das sind voll die Securities. Scheiße, ey, wie viele sind denn da? Ist das ein Knast? Hat der eine Gasmaske auf? Was ist denn da los? Alter, die haben richtig Security. Der vom Lost MC, kommen Sie da mal rüber. Lost MC, was haben die denn hier zu suchen? Was? Lost MC. Wir sind der vom Lost MC. Das ist ein Lost MC. Oh ja, nö. Nö. Cerberus. Sorry für die Verwechslung. Hä, mit wem redet ihr? Ist mit denn der dir! Hä? Der gerade gesagt, der von Lost MC hat dich gemeint? Ich weiß ja auch nicht, was der sich hier gerade Phase war. Warum hat denn der überhaupt so eine Schwitzhand? Was passiert da hinten, Mann? Das ist ein Bankier. Ach du Scheiße. Was passiert hier? Niemand hier los ist, wa? Warum sind wir hier Feinden? Ich weiß nicht, da war. Wayne hat gesagt, ist das eine Bank? So, sie melden sich. Ich wollte einfach kicken, okay. Ja, ja, ja.
Natürlich, natürlich, Genosse. Wir machen alles. Tagchen, Tagchen. Ja, so was lieber. Hallöchen. Irgendwas stinkt doch hier, Alter. Es ist ein bisschen der Pisse hier. Entschuldigung. Der eine Arzt hat vorhin meinen Blaumann zerschnitten. Man muss sich den Ungewaschenen nehmen, Mann. Na ja, kenne ich den Problem, wa? Macht die Hose auch schon ein bisschen länger. Na gut, ich, Kredit haben wir nicht gekriegt. Ah ja, okay. Was? Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, die Uhrzeiger kannst du bestimmt beim Schrott verkaufen, ey. Naja, wenn du das aufhebelst. Das ist wahrscheinlich alles kamerasicher. Machen wir uns mal nicht vor, ey. Naja, schon. Und alles unsicher ist hier im Land, wa? Aber die Kohle wird beschützt. Keine. Warum habe ich gerade das Gefühl, was dass denn? Die Bank ausgeraubt worden ist? Wurde sie? Ich weiß nicht, der Typ mit dem Gag, das war doch... Ich weiß, ja, ganz komisches Gefühl gerade. Aber das ist allgemein, glaube ich, gerade so ein Problem. Ich bin sehr durcheinander. Anscheinend habe ich gerade jemanden umgebracht. Hey, das ist hier deine Kiste? Nee. Habe ich schon gesagt. Oh, da war sie auch so eine. Ah ja, gut, gut, gut. Können wir auch mal wieder mit rumfahren. Oh. Ach, unser EP, der AOD, hatten die Masken an. Alter, der AOD hat mich damals entführt. Ah, was, wirklich? Ja. Die Spielstraßenpisse? Ja. Die hat gestern abgezogen, wa? Was hast du gemacht? Ja, irgend so ein komischer Typ von der DTU hat mir 1000 Dollar in der Hand gedrückt, dafür, dass ich von irgend so einem Typ in der Kutte sein Motorrad wegfahre. Naja, bin ich den Teig mir natürlich nicht lange lumpen lassen, wa? Ich hab den gerade an der Wand da durchgenommen und ich hab sein Bike genommen. Dann habe ich das Bike beim IOD für 500 Dollar verkauft. Keine Ahnung, von wem das war. Ja, geil. Ja, 1500 Dollar, wa? Können wir heute schön auf meine Rechnung hinsaufen. So, die Frage ist jetzt tatsächlich... Warte mal, bevor wir da richtig hinfahren. Warte mal. Scheiße. Sagen wir denn jetzt, der Hoteltyp hat uns das gesagt? Oder was machen wir? Ich würde sagen, die Dame hat uns das gesagt. Ah, das gefällt mir, Wayne. Ja, aber die ist ja übel gefickt. Ja, das wir müssen die jetzt eh komplett in die Scheiße reiten. Okay, na dann müssen wir jetzt richtig rein. Jetzt sofort! Stehen da! Oh, ich krieg einen Anruf. Wayne! Oh, fuck, Wayne, Alter! Steig doch nicht so früh aus! Was ist denn? Hey, Power, hier ist Dennis. Ich wollte nicht. Ich muss eine Schlägerei stattfinden lassen. Komm her! Wichser! So, wer ist denn jetzt hier noch? Alter, hat die ein Messer? Alter, hast du die mit dem Messer nie? Uff! Blute! Alter, hier, warte, ich hab. Verdammt, der blutet schon wieder. Warum kommen immer zu mir die verrückten Frauen mit dem Messer? Hier, nimm, drück drauf. Immer die verrückten Frauen mit dem Messer. Ich weiß ja auch nicht, was gerade passiert ist, Alter. Oh. Scheiße. Ja, hab ich. Die hat mit dem Messer zugestochen, Alter. Was zur Hölle? Oh, ich bin beim zweiten Mal ausgewischt, hab ich eine verpasst. Alter. Oh. Alter, drück drauf. Ich drück drauf. Oh, ist du krankhaft mal wieder. Scheiße. Oder hat Tammy auf dem Tisch? Irgendwo muss ich hin. Scheiße, ruf mal Tammy an. Irgendwer muss Tammy anrufen. Warum? Scheiße. Nee, nicht die. Oh, wir sind nein. Hier fick. Was? Wir sind hier fick. Nee, die fahren da weiter. Durch. Oh Gott. Wir brauchen nicht bei Angels of Death. Gott, die Wichser hier. Oh, scheiße, Mann. Oh, Trickswunde. Komm. Verdammt. Hey. Schöne Grüße vom Strand, ihr Pisser. Ihr habt doch eine Hose von mir. Genau, mein Latz. Junge. Ihr scheiß Pisser habt uns entführt und meine Sachen geklaut. Die alte von dem Chef, die alte vom Continental, ist, ach, wie heißt denn die jetzt, Alter? Die hat euch verraten. Oder was? Wie heißt denn die?
Hayden oder was? Naja, klar. Ja, sag das doch. Na, ich weiß doch nicht, wie die heißt. Hab ich doch gerade gesagt, verdammte Scheiße. Alter, werd nicht laut, sonst verprügel ich dich. Mit euren scheiß Totenkopfmasken. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir wissen, dass ihr das wart. Was denn? Die hat euch verpfiffen jetzt. Wegen was denn? Nein, die hat mich entführt. Ihr habt euch mich entführt. Am Strand, Mann. Am Strand. Ah ja, klar. Ja. Ja, da fällt jetzt ein paar aufs Maul. Oh. Weil die blöde Kuh hat mir mit dem Messer erwischt. Ah. Hey. Ja, aber wir haben euch... wo ist das Problem jetzt? Was habt ihr jetzt für ein Problem damit? Ich hol mal ein Notfallzeug bei der Apotheke. Ich hab schon geholt, ich hab schon da. Ich drück schon rauf. Ja, ja, drück. Was ist das Problem, verdammte Scheiße? Naja, du packst mich nicht ein, ich hau dir aufs Maul, wenn du mich einpackst. Ich hab dich doch nicht eingepackt. Irgendeiner von uns. Ja, und? Ist dann halt so. Naja, musst du kein Problem mit euch. Ist das jetzt so? Jetzt habt ihr aufs Maul gekriegt, ist dann halt so. Das war ein verfickter Auftrag, Mann. Seid ihr bescheuert oder was? Ja, naja, ist mir doch scheißegal. Dann war das hier gerade auch ein Auftrag. Sucht doch die richtigen Leute dafür. Als Auftrag daraus geben. Ja, die haben wir ja schon. Der Typ ist ja tot. Oh Gott, ja. Die hat mich mit dem Messer erwischt. Gib mir den Mann. Habt ihr das Messer rausgezogen? Haben die das? Ja, das sie hat das. Ist rausgezogen. Ist draufgedruckt. Okay. Die hat mir einen Schlitz. Okay. Wayne, in meiner Tür, die hinten, der Kofferraum ist offen. Da ist eine Arzttasche. Holen wir die mal bitte. Alles klar. So, ich halte das mal eben fest. Scheiße, kommt da durch. Ich muss gleich erstmal ihn ein bisschen hier betäuben, weil ich muss in die Wunde rein. Ich muss gucken, ob eine Arterie getroffen wurde. Alter, der ist schon von Natur aus betäubt von dem ganzen Bier. Du siehst gar kein Licht, Mann. Stell dir lieber vor, wie du den Arsch meiner dicken Mama siehst, Mann. Geil. Was? Ja, das ist einfach jetzt irrelos auf Mutter zu gehen, damit du dich beruhigst. Ach so, ja, okay. Hey, danke, Mann. Ich stehe noch mit McLovin's Mom. So, guck mal, da kommen auch schon die richtigen Ärzte. Ich kann dir die ersten Sachen... Das Messer, Mann. Fühlt sich nicht so an, als wenn eine Arterie getroffen hat wurde. Artillerie? Nee, es war ein Messer! Keine Artillerie, nein, ne? Nein, Arterie, nicht Artillerie. Was ist denn? Art Attack? Bin ich dir das schon? Ja, du hast damit gar nichts zu tun gehabt, ey. So. Ihr habt ein Messer in der Hand, ihr habt da reingeholt. Ja, klar, wenn ihr auch durch die Gegend läuft und anfangen loszuboxen, ey, was ist los, ey? Ihr seid richtig kaputt, ey. Weiß Wichser. Wir haben hier noch einen Patienten, wenn ihr hier rüberkommen würdet, wer durch mich entzückt fühlt. Hier bei der Lady mit der grünen Jacke, perfekt. So. Scheiße, lass mal beiseite gehen. Was ist da denn los? Keine Ahnung, ist irgend so ein Obdachloser. Ey, alles klar mit dir? Mit dieser Drecksschaltung hier, Junge. Was ist das? Was machst du da? Fahr doch mal einfach zurück. Ich weise dich ein. Einfach zurück. Ja, warte, wie weit hab ich noch? Fahr ruhig. Fahr. Passt, ja. Genau so. Und jetzt vorwärts, gut, links, perfekt. vorwärts, links. Ja. Passt, genau. Rückwärts, rechts, Alter. Hey, du kannst gleich auf die Wand fahren. Hast Platz. Passt, perfekt. Vorwärts, links. Ja. Naja, klar, weiter, vorwärts, links. Ja, sie eben saß. Naja, klar, passt. Ich dachte, kurz Wayne fährt. Und jetzt einfach zurück, rechts. Ja. Zurück. Geradeaus, nur zurück. Geradeaus. Scharf rechts. Ja, nee, ja, scharf. Das ist doch rechts. Scharf. Wo ist das links? Nee, das ist scharf links. Nein, das ist scharf rechts. Da war es nur links, rechts, vorne, hinten. Nee. Naja, klar, aber so steht doch gut. Ja, ich wollte eigentlich umdrehen, nicht parken, ne? Achso, du willst... Naja, da habe ich aber jetzt... Ich trinke erstmal ein Bier, warte. Ja, das ist vernünftig. Scheiße, Junge. Wer wird euch lenken hier? Ich bräuchte vielleicht mal einen Lenkrad, ey. Ich habe hier nur so Schraubenschlüssel dran. Weißt du, die immer so nach links und rechts drehe? Naja, ist doch kein Problem. Du musst nur flinke Hände haben, ne? So ein Dreck, naja. Ja, wie bei McLovin's Mutter. Wollt ihr euch wohin oder was? Wir haben gerade so ein paar Wichsern aufs Maul gewichst und jetzt warten wir darauf, dass einer von unseren Jungs wieder klar ist und dann wichsen wir den nächsten auf die Fresse, ja? Ja, hervorragend. Naja, klar. Und das wären jetzt noch irgendwelche Lappen vom Government hier. Naja, hier, das war von dem Lachsverein hier. Was ist denn für ein Lachsverein? Naja, sind hier, das Fischer oder was? Vorne ist ein Fischer. Ist ein Fischer dort, ja. Ah, Gottes Willen, das sind wir noch richtig. Naja, hier haben die Aquaman gedreht.
Ernsthaft? Na ja, klar. Oh, das ist ja großartig, ja? Ja. Vielleicht sehen wir dann mal hier das Muskelpaket, wie ist der nochmal? Rein Reinholz oder so? Nee, da war's glaube ich nicht, ne? Nee. Hier ist nur die Alte, die in die Betten kackt. Ah, Gottes Willen, da muss los, da muss ganz dringend los. Ich, dass sie mir noch in Camper scheißt. Naja, klar. Aber kommst du nicht weg? Besser wie in die Aktentasche. Was? So. Ja gut, das kann man auch mal. Dann sind die mal fertig davon oder was? Mensch, die soll nicht weinen, wenn die Hunde hauen hat, da können die mal boosten. Scheiße, schon wieder? Er wird schnell gehen. Er hat aber nur einen kleinen Neo. Oh Mann, ey. Platz nicht so. Oh. Jetzt kommt der Herr, was will der denn jetzt? Naja, mit dem Umdrehen ist auf jeden Fall schwierig, wa? Warum steht ihr vor unserem scheiß Tor? Naja, weil der Typ umdrehen will, den muss ich einweisen, der kann nicht drehen. Wie, der kann nicht drehen? Nach vorne und nach rechts, fertig. Na, guck dir mal die Kiste an, Junge. Wisst ihr, was das für eine Gangschaltung ist? Die ist improvisiert mit Kaugummi und Büroklammern. Naja, klar. Ach du Scheiße. Mach nicht, das Ding hab ich gekauft für, denn nicht jemand, die haben mir noch Geld gegeben, dass ich es mitnehme. Das ist mit Kaiser? Ja, dann Vorwärtsgang und raus. Ich hab das schon versucht, das sehen nicht. Glaub mir, ich hab doch gerade schon gemacht. Ich hab versucht, aber der ist immer wieder gegen dieses Wellblech geballert. Ist eh hässlich. Ach du Scheiße, das ist ja komplett ramponiert. Er ist ja immer wieder rein. So, jetzt verzieh dich mal. Ist mir scheißegal, wie du die Scheißkarre hier jetzt loskriegst, aber du ballerst hier nicht nochmal hier dagegen. Ja, die sollen mal fortfahren, dass ich da durch kann, da vorne. Ach du Scheiße, echt, ey. Lauter Irre in dieser Scheiße. Fahr nochmal vor. Nochmal vor? Naja, klar, nochmal vor. Weiter! Und jetzt zurück. Jo, Gas. Vollgas zurück, Mann. Oh. Was, hier, so, Vollgas nach vorne und Abfahrt. Ja, okay, Junge. Nee, oh Scheiße, Junge. Junge, das ist der Rückwärtsgang. Nee, der ist vorne drinnen. Warte mal. Das hört sich nicht gut an. Scheiße, da gibt's doch nur 1 oder 0. Ja, schön wär's. Das ist ein europäisches Modell, da musst du selber schalten. Ach so. Ja, gut, das kann ich auch nicht. Naja, ich glaube, das ist ja das Problem. Scheiße, dann steig aus dieser Scheißkarre aus. Warte mal, ich probier's mal. Sind die mal fertig da vorne? Nicht, dass ich dann noch in den Laden fahre da drüben. Was willst du denn hier? Dann hast du ein Scheißproblem. Naja, ich habe doch so genug Probleme, Junge. Hör mich an. Ich bin 74, ich bin immer der Frischste. Genau. Dein Gesicht auch nicht. Der Tod auf dem Fall, ja, das weiß ich. Gentlemen, darf ich da vorne gleich immer durch? Ja genau, und deshalb stichst du jemanden an, verpiss dich jetzt. Sonst mache ich aus deiner Brille Kontaktlinsen jetzt. Alter, werd mal jetzt nicht frech, ey. Mach dich jetzt fort. Komm. Alter, laber du mich nicht voll, du Wichser. So, jetzt kann ich, ja? Oh, jetzt fahren die rückwärts. Ah, nee, doch nicht. Jetzt kannst du vorballern. Ja, perfekt. Na, baller rein. Schönen Abend noch, eh? Na ja, zieh ab. Bisschen. Ach du Scheiße. Ja, reingeballert. Ach du Scheiße. Er hat's wirklich genommen, wa? Er hat's wirklich genommen. Besserer Autofahrer, ey. Er hat wirklich reingeballert. Ey, ich muss sagen, die Verkehrssituation ist nach dieser verkehrsberuhigten Zone echt besser geworden. Ja. Ja, total. Also, fahren wir jetzt zum Krankenhaus oder was? Na ja, klar. Ja, dann fahr ich euch hinterher. Alles klar, bis. Oh, bitte nicht. Wo sitzt du hinten oder was? Im Allen. Na, dann sitz ich vorne. Geil. So. So, dann sind wir ja durch hier, ja? Wir sehen uns wieder, du Fucker! Fick dich! Ey, wir sollten uns mal überlegen, ob wir irgendwie so einen Bus-Service aufmachen, wo wir dann die Leute zwischen den Hotspots, wo wir immer wieder sind, und den Krankenhaus hin und her fahren, weil wir da so oft pendeln. Wayne kann auch einen Bus besorgen. Naja, klar. Dann nehmen wir die einfach immer mit. Gab's da nicht Ärger für den letzten Bus, das letzte Mal, Wayne? Ja, wir liefen das eigentlich von dem letzten Bus. So ein Alter hat er angerufen an der Telefonzelle da vorne. Der hat mich ange im Auto. Wollte ich noch einen Aschenkübel ausleeren. Wir haben die aber jetzt gerade ordentlich zusammengewichst, Alter. Das war super. Das war krass. Das ist ein gutes Team. Auch wenn ich immer als erstes auf der Fresse bin. Ja, das ist ja auch, irgendwer muss es sein.
Kommt die Alte da eben und sagt, die hat kein Problem mit uns und auch ihr ist das scheißegal, was da zwischen uns und denen ist, aber sticht JP ab. Was ist denn mit der? Warum? Was haben die Leute denn immer mit ihrem Scheiß? Weiß ich nicht. Soll mal die Messer stecken lassen. Echt, ey. Genau, und sollen lieber Hammer benutzen. Ist voll laut. Alter, soll ich denn aufmachen? Willst du dich mal reinsetzen, Wayne? Haben wir so einen Chip? Nein, aber ich hab eine Tür aufmachen. Oh, ach Quatsch, brau mal nicht. Komm her! Lass uns hier aufheben. Alter, das ist doch Doc Chuck, Mann. Ja. Unser Dutschbeck-Arzt. Hey, Dr. Chuck, grüß dich, ey. Dach, Tammy, also oh, beide. Oh, ey, Arzt, Mann. Chuck, was geht? Alles klar? Geht's euch gut? Ich geh zu JP. Ja, wenn der Duschbeck-Arzt wäre, ja. Ist er wirklich Duschbeck-Arzt? Ja, letztes Mal hat er uns begleitet, er und Tammy. Und wir haben zwei Ärzte. Warum heißt der dann nicht Dr. Fuck? Verstehe ich nicht. Tja, der eine Typ da, der mitgequabbelt hat, der hat mich noch gefragt, ob ich nicht Payden bin und wollte noch irgendwas von mir. Wenn Payden, ich jedes Mal einen Dollar krieg dafür. Also siehst du hier besser aus als Payden. Ey, wenn ich jedes Mal einen Dollar dafür krieg, wo mich jemand fragt, ob ich nicht Payden bin, ich wäre einfach fucking rich, bitch. Ja, dann mach das doch. Verdammte Scheiße, vielleicht sollte ich die Alte einfach nachmachen. Oh, das wäre... Ich glaube, aktuell wäre das keine gute Idee. Keine gute Idee. Nee, das ist eine Mörderin, Mann. Wie, das ist eine Mörderin? Alter, die hat den Franzosen mit dem Hammer erschlagen. Ich glaube, der ist Italiener. Die hat was? Ja, diesen Hotelfuzzi, die hat den einfach bam. Ja, das Gehirn ein bisschen zu Matsch gemacht. Die ist richtig irre, Mann. Die hat sogar... Ey, die ist viel zu tief in dieser Scheiße drin, in dieser Kultur... Wie heißt denn das? Kulturbeute. Ja, die wollte auch mit irgendwie mit diesem, die wollte mit so einem Psychopathen im Gefängnis quatschen und hat irgendwie. Wollt ihr sagen, wer hier drin steht? Wer denn? Die Frau mit dem Hammer. Behandelt euch mal über fachmedizinische Dinge. Vorne am Tresen. Die Frau mit dem Hammer steht da drin. Ja, ja. Sollen wir eine Szene machen? Ey, wir müssen das eh einfach überall erzählen. Wir machen ein richtiges Drama drauf. Theaterstück. Ach du Scheiße. Wir gehen da rein und da ist die Mörderin, oder was? Na ja, klar. Auf geht's. Wenigstens auch alte Frauen? Oh Gott, da ist die Mörderin! Da ist die Kranke mit dem Hammer! Das gibt's doch nicht! Mörderin! Was macht die denn hier? Ja, die wollte das wahrscheinlich zu Ende bringen, weil er nur im Koma ist. Ach so. Wir müssen sofort die Polizei anrufen. Genau. Du, Scheiße, geh weg von mir. Ich kümmere mich, hör mal auf rumzuschreien. Was ist denn dein Problem? Alter, du bist eine Mörderin, geh weg. Hm. Wer? Was für ein Problem? Also ihr ruft bei den Cops an, ja? Sagt, dass ich eventuell jemanden umgebracht habe und jetzt rennt ihr hier rum und schreit, dass ich eine Mörderin wäre. Das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Nee, du hast das falsch verstanden. Wir waren bei den Cops, haben eine Anzeige aufgegeben, weil du jemanden totgeschlagen hast. Dann waren wir hier, haben geguckt, wie es ihm geht. Dann haben wir das überall in der Stadt erzählt und jetzt machen wir weiter. Okay, alles klar. Ich wollte es nur noch mal hören, noch mal verifizieren. Alles klar, wir sehen uns. Alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal. Und hau den Leuten nicht mit dem Hammer auf die Fresse. Genau. Halt Schnauze, du Penner. Passt auf euch auf. Tschüss. Der lege ich mich nicht an, die bringt uns noch um. Das aber lieber. Die ist sauer. Die ist jetzt richtig sauer. Ey, guck mal, da ist doch JP, Mann. JP. Oh, da ist er. Oh. Scheiße, richtig. Mann. Die ist voll irre. Ey, die wird uns jetzt mit dem Hammer angreifen, sicherlich. Die wollte auch die ganze Zeit, dass ich so einen Kontakt herstelle. Oder die wollte irgendwie mit mir über einen kranken Psychopathen reden. Also hat das alles schon seine Ursprung, Alter. Ja, die hat auch so ein, wie gesagt, die hat so ein Teufelsbuch und bestimmt ist die besessen oder so. Vielleicht war. Oh shit, habt ihr das gehört? War das gefällt mir jetzt nicht, Mann. Hat die den abgeknallt? Scheiße, was zur Hölle? Oder? Jetzt kommen wieder die Gangs. Jetzt kommt wieder die Kuschelgang war. Wir müssen unbedingt helfen. Oh nein! Oh Gott, nein!